Meine Philosophie ist, feiern zu gehen. Ich feiere jeden Tag mein Leben. Pure Freiheit, Spaß, Ekstase. Und ein bisschen Glitzer. Weil man die Musik halt fühlt. Sieh ich mal was. Ohne Drogen feiern geht nicht. Doch. 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 Bestes Beispiel, wir zwei. Es werden Drogen konsumiert. Ich glaube nur, der Unterschied ist halt, ja, es sind halt verschiedene Drogen. Wir haben uns sogar dadurch kennengelernt, dass wir mal auf einer Techno-Party die einzigen beiden waren, die wirklich keine Drogen genommen haben und die sich dadurch dann irgendwie so gefunden haben. Das hat uns direkt zusammengeschweißt. Also wenn ich jetzt auf eine normale Party gehe, trinken halt alle Alkohol und klopfen sich irgendwie die Köpfe ein und was weiß ich was. Und auf einem Rave wollen halt viele Menschen länger wach bleiben. In meinem Fall kann ich sagen, ich war noch nie 3 Tage wach, also ist das jetzt ein Mythos. Also man kann die Mucke auch einfach abfeiern und jetzt nicht irgendwie sich die ganze Zeit Teile ballern oder eine Nase oder was weiß ich. Wir verurteilen das natürlich nicht, also kann jeder machen, wie er will, aber ja, wir halt nicht. Sind da eher so raus. Ja. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen blöd, wenn Leute so auf den, mit dem Finger auf so RaverInnen zeigen und sagen, ja, ihr nehmt ja alle Drogen. Und ich denke mir so, ja, was ist mit deinem Feierabendbier jeden Tag? Ja. So, das ist, hinterfrag das mal so. Was ist Techno für dich? Ekstase. Oder? Was sagst du? Auch gut. Gemeinschaft, ein Zusammenhalt, ein Miteinander. Und wesentlich friedlicher. Also beim Techno gehen brauche ich, feiern gehen, brauche ich nie Angst zu haben, dass mir irgendjemand an Po packt oder so. Ja, es ist für mich auch irgendwo was Spirituelles fast schon. Also man kann irgendwie sein, wer man ist, so pure Freiheit, keine genau. Limits. Genau, und ich habe das Gefühl, das ist halt nicht so wie beim anderen Feiern gehen, dass man sich so gegenseitig bewertet oder so, sondern man kann jeder ist so richtig er selbst. Ja, genau. Ja. Man kann sich viel in Musik fallen lassen, aber ich finde, bei gewissen Beats oder Schnelligkeiten oder Vocals kann man sich noch mehr fallen lassen und das ist für mich eher der Techno. Euer Party-Outfit, Hauptsache Neonfarben, Trainingsanzug und ein bisschen Glitzer. Naja, ich würde nur sagen, alles zusammen. Eigentlich je lustiger, desto besser, finde ich immer. Also so abstruse Leute, die irgendwie ein ganz komisches Kostüm haben, feiere ich total. Ich würde sagen, es gibt da kein Dogma. Und das ist ja auch das Schöne, dass man da dann sozusagen sich ausleben kann, experimentieren kann. Beim Glitzer stimme ich zu. Ganz wichtig, eine bequeme Hose mit vielen Taschen. Ist immer gut. Oder eine Bauchtasche. Trainingsanzug? Gar nicht. Also Netzstrumpfhose, okay. Oder auch mal ein bisschen bunt. Aber so Trainingsanzug? Warst du schon beim Trainingsanzug Techno feiern? Nee, noch nie. Aber ich stelle es mir gemütlich vor. Bequemlichkeit steht über allem, würde ich sagen. Immer. Draußen auf dem Festival bin ich bei Neonfarben und Glitzer auf jeden Fall dabei. Drin im Moment beim Winter sind wir alle ziemlich gedeckt. Du kannst einfach für dich tanzen irgendwie und äußerlich so aussehen, wie du willst. Das interessiert halt keinen. Was ich also auch zum Beispiel selbst mache, ist so ein bisschen mit Schminke zu experimentieren und dann auch so, ja, androgynen Styles. Illegale Raves sind die besseren Raves. Ja. Schwierig. Nee, würde ich nicht sagen. Von meiner Seite aus würde ich schon sagen, ja, weil alles, was halt im offiziellen Rahmen stattfindet, ist meistens eher kommerzieller. Ich mag auch sehr diesen Vibe von illegalen Raves und irgendwie, dass es da eben nicht um Profit geht und die Leute wollen einfach Spaß haben. Also keine Ahnung, ich war auch noch nicht auf so vielen jetzt wirklich illegalen, also so während Corona zum Beispiel war ich gar nicht, da waren ja die meisten illegal, weil es einfach generell verboten wurde. Wenn man jetzt so sich Sorgen macht zu viele jetzt bezüglich, ist es jetzt legal, ist es angemeldet, darf ich das überhaupt, dann ist vielleicht auch Raven nicht so das für dich. Für mich persönlich sind legale Raves entspannter, weil man beim illegalen Rave natürlich auch immer den im Hinterkopf hat, dass die Polizei kommen könnte, sie könnte hochgenommen werden. Ich mag es auch sehr, die Sicherheit zu haben, dass das nicht von der Polizei gesprengt wird. Ja, klar. Dass es vernünftige Toiletten gibt, ausreichend Getränke und auch eine gute Anbindung. Also eigentlich jeder Rave ist gleich geil, wenn die Leute stimmen und die Laune da ist. Leer. Das war's. Tasse leer.